Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Sie sehen schon, dass jetzt bei irgendwas funktioniert. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Hä, ich stehe auf dem Schlauch oder was? Das gibt's doch gar nicht. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Hä? Wie soll das denn Sinn machen? Aber mal, ist er hier vielleicht Effektlos Pete? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ja, außer, ne? Weiß ich nicht, nicht mit ihm. Was soll ich denn sonst hier ansprühen? Ich habe ja jetzt alles angesprüht, was man hier ansprühen kann. Was so oder so keinen Sinn macht, aber. Hey, das riecht genau wie das Taschentuch, nur intensiver. Was soll das werden? Aufhören! Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Ich schneid's nicht. Ich soll zurück. Sollte ich hier zu dem Haus zurück oder zurück in die Stadt? Nein, das ist nur etwas für mich selbst. Hat ja auch keinen Sinn. Also dann. Nein, das ist nur etwas für mich. Das würde ihm nicht gefallen. Puh, das Zeug riecht übel. Sogar für einen Piraten. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Hat er ja auch nicht zu irgendwas gesagt, dass es irgendwie scheiße riecht oder so? Was soll das werden? Warum? Was? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Und was ist das für ein Gestank? Sie haben meinen Wombat besudelt. Himmel, sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Jetzt muss ich einen neuen Stock bestellen. Also das, ich dachte schon, er würde nie verschwinden. Wie soll man denn da drauf kommen, dass man diesen Wombat ansprühen soll? Das macht ja gar keinen Sinn. Also das macht mich sauer. Da musst du ja, da wäre ich ja noch 5 Jahre wäre ich durch die Gegend gerannt, weil ich einen Gegenstand ansprühen soll, damit er sauer wird. Okay, man weiß, dass er sauer wird. Aber dass man das so, also, hallo, ey. Ist da irgendeine logische Erklärung für, auf die ich vielleicht nur nicht komme? Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen. Duellschwerter. Das können wir bei bewegen. Nicht die Waffen töten will, auch wenn es Spaß machen würde. Ich bin kein Möbelpacker. Also das macht mich echt sauer. Da wären wir ja nie drauf gekommen. So, gab's irgendwas, wo er gesagt hatte, da darfst du nicht rein? Ich muss aber nur abgesperrt gewesen. Folgen. Das hebe ich nicht auf. Jede Wette, dass ich hinter diesem... Abgesperrt. Wäre auch komisch gewesen. Schnabeltier. Armes Ding. Armes, wehrloses Riesenschnabeltier. Armes Ding. Armes, verdammtes, unglückliches Riesenkänguru. Also man könnte bestimmt die Schwerter jetzt irgendwie manipulieren, ne? In irgendeiner Form.
Schon schmierig genug. Hier platzieren so lange oder so? Hier ist kein falscher Arm nötig. Sind Sie immer noch da? Ja, also er kommt wieder, wenn ich rausgehe. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Ja, ich komme später. Bitte lassen Sie... Hey, du gehst da? Okay, also im Moment hat er gar keinen Gehstab. Ah, okay, dann kann ich den wahrscheinlich bei dem Typen manipulieren. Jetzt kommen die Termiten wahrscheinlich zum Einsatz. Also das macht mich sauer da mit dem Wombat, ey. Das ist das einzige Objekt irgendwie, das man da besprühen muss, und das macht irgendwie keinen größeren Sinn. Ah, da ist er doch. Genau. Diese kleinen Bastarde erkennen Edelhölzer auf den ersten Blick. Brady, ist mein neuer Spazierstock fertig? Oh, natürlich, Mr. Mandrill. Er ist dort auf der Bank. Creepwood, möchten Sie sich etwa einen eigenen Wanderstab zulegen? Hey, Sie werden noch ein richtiger Gentleman. Wie ein Affe mit einem Hut. Ja, die sind witzig. Hey! Setz mir den Stab auf die Rechnung, Freddy. Und wehe, du versuchst, mich übers Ohr zu hauen. Ja, Sir. War mir ein Vergnügen, Mr. Mandrill. Oh, das ist interessant. Nichts als Sägespäne. Das hebe ich nicht auf. Den schön. Hier ist gesagt, die führen jetzt immerhin. Mit dem über? Nein, das ist nur etwas für mich selbst. Es geht nur mit dem Freundeskreis. Also das wäre ja noch lächerlicher. Es geht nur mit dem. Nein, den habe ich eben erst desodoriert. Das war's. Raus hier. Was für ein Griesgram. Das würde ihm nicht gefallen. Da bin ich wieder. Was wollen? Ich hätte Lust. Wenn es sein wird. Wenn ich gewinne. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie. Einverstanden. Aber dann nimmt er seinen Gehstab nicht. Nicht, dass er jetzt irgendwie ein anderes Ergebnis hat hier. En garde. Touché. Ach, das ist doch... Das ist dein Ende, du hässlicher Wicht. Du nennst mich hässlich? Mit deinem Gesicht?
Wenn ich mit dir fertig bin, schlackerst du mit den Ohren. Was zum Teufel soll das heißen? Ein Stachelschwein sieht besser aus als du. Selber, Didgeridoo. Spiel keine Spielchen mit mir. Na, oh, schon gut. Ich gebe auf. Sie sind noch schwächer, als Sie aussehen, werter Threepwood. Haben Sie was an den Ohren? Ich verliere niemals. Okay, inwiefern bringt mich das jetzt hier weiter? Moment. Das sah ja aus wie so eine Krümelspur, die er dann quasi da lässt. Und ein zweites Mal kann ich es nicht machen. Aber der ist jetzt zumindest präpariert. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Okay, und die Sachen sind jetzt weg. Also, ja. Das heißt eigentlich, dass nur das nächste Mal, wenn er irgendwie was anderes anspielen oder sowas, kann das sein. Dass ihm der Gehstock dann bricht, wenn er. Keine Ahnung, wo mich das dann hinführt, aber. In die Richtung, denke ich, oder? Also, ich muss auf jeden Fall das nehmen. Gott weiß warum. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Aufhören! Das war's! Raus hier! Was für ein Griesgram! Aufhören! Das war's! Raus hier! Was für ein Griesgram! Hey, ich höre die Termiten. Es ist wohl Essenszeit. Duellschwerter! Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen. Einen Streit kann man auch aufhören! Wie kriege ich ihn jetzt dazu, dass er sich hier nochmal bewegt? Also er kommt ja jetzt auch nicht mehr vor, wenn ich jetzt hier seine Sachen ansprühe oder irgendwas. Wenn ich ein Duell mit ihm mache, dann... Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, das wird mir hier nur auf lange Sicht wahrscheinlich wieder. Irgendwas habe ich hier vorbereitet, wovon ich jetzt noch keine Ahnung habe. Aber bringt mich in der eigentlichen Frage sowieso noch nicht weiter. Also das ist so oder so. Ich habe jetzt hier wieder irgendwas gemacht, wo ich jetzt noch keine Ahnung habe, wofür eigentlich. Ich wusste eben halt, dass ich mit dem, das habe ich ja rausgefunden, mit den Termiten, dass ich die auf seinem Stab platzieren muss. Das ist ja jetzt ja auch schon der Fall. Das wird mir aber erst später helfen. Was mir jetzt aber nicht weiterhilft, wie ich den Sumpf durchquere und da quasi den Plan bekomme. Also deswegen, das ist irgendwie, also muss ich sagen, von den Rätseln her... Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Also, vor allem das mit dem Bombard, das hat mich jetzt am meisten geärgert. Ich hätte wahrscheinlich auch noch andere Sachen ansprühen können, aber dann muss ich auch das bestimmt. Da hätte ich das von Packnose hätte ich nicht nur nehmen können, und Gott weiß warum. So, ich habe jetzt weder Geld, ich habe... Mal sehen. Blablabla, bla, bla, Bank von Luca. Blubber, blubber, Nummern, Truhe. Kaufvertrag für Villa. Gut. Hochzeitsgeschenke? Gut. Ultimative Beleidigung? Schlecht. Hochachtungsvoll? Hart. Ein toter Fisch. War wohl mal ein Köder. Ich glaube nicht, dass mir das... Eine Schachuhr.
So. Aufgeregelt. Ah, da steht ein Name. Manuel, Jake, jede Menge Nut. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Das gibt's gar nicht. Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich muss ja mindestens mal einen Hinweis haben. Oder muss ich mal den Affen finden? Die zwei Varianten habe ich. Und beides lässt sich hier nicht finden. Ich habe schon eine Kundenakte von Deadeye. Ich sollte diese hier zurücklegen, bevor ich mir eine neue hole. Sollte man das speichern mal wieder, ne? Luxury Island. Dave? Ja? Haben Sie etwas von Ihrem Karteiaffen gehört, seit er verschwunden ist? Was glaubst du? Also, hier komme ich nicht weiter. Wenn das jetzt wieder so ein wirklich mal wieder vorbei. Nicht wirklich logisches Ding ist, irgendwie, dann... Was sind da für Zeichen? Palme, Kürbis, Apfel. Würde mir jetzt keine logische Kombination einfallen, irgendwie. Man könnte jetzt irgendwie alles durchprobieren, bis man dann irgendwann zufällig den Namen hat, aber das kann es ja nicht sein. Ah, da steht ein Name. Von K. Brain. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Ist es leider, muss man erstmal drauf kommen. Aber ist es logisch oder ist das jetzt wieder so ein Rätsel wie eben gerade, dass man das bestimmt, Gott weiß warum, ich habe keine Ahnung, warum man das von LeChuck nehmen musste, um das eben raufzuspielen. Ich hätte auch genauso das andere rausspielen können, der wäre ja auch irgendwie losgegangen, ne? Also deswegen, habe ich getan. Das hat keinen Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe alles andere an, habe ich ja angespielt. Ich habe alles andere versucht anzuspielen. Das ging nicht. Aber da habe ich es auch mit dem von Pac-No-Speed gemacht, ne? Da habe ich es vielleicht nicht mit dem von LeChuck gemacht. Warum muss man es gerade mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Ach. Und also 100% sinnvoll? Weiß ich nicht. Schon sehr, sehr weit hergeholt. Ich glaube nicht. Das würde ich aber jetzt mit den Sachen, die ich habe, würde ich es doch nicht rauskriegen, oder? Bin jetzt überall gewesen. Ich war hier überall auf der Insel, war unterwegs. In den Sumpf brauche ich erst gehen, wenn ich die Karte habe. Die Karte kriege ich aber erst bei dem Karteityp hier. Hab ich ihn einmal versucht, das Ding in die Hand zu drücken? Ich glaube schon, ne? Aber bringt auch nichts, weil der Affe weiß, wie man das bedient und, selbst wenn er jetzt glauben würde, das wäre der Apfel, bringt's ja auch erstmal nichts. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich glaube, das wäre auch schon was für, ne? Das ist bestimmt keine gute Idee. Das ist bestimmt keine gute Idee. Ich hab ja nicht mal irgendwie annähernd irgendwie einen Hinweis oder irgendwas. Nichts. Es gibt auch noch einen Hinweis, ja, was ich vielleicht, das ist auch schon wieder sehr weit hergeholt, aber auch eher aus der Frustration, dass man hier nicht weiterkommt. Können wir vorstellen, dass der Affe hier dieses kleine Häuschen bewohnt, ne? Weil er sagt irgendwie, da muss ein sinnlos kleiner Mensch drin wohnen. Ja, wo das sagt er irgendwie hier, ne? Wer auch immer hier lebt, muss ein laufender Meter sein. Ein Kurzhaus. Muss ein laufender Meter sein. So ein Äffchen könnte da ja schon halbwegs gut passen, ne? So, und, das habe ich auch schon ausprobiert, ne? Das steht dem. Das ist bestimmt keine gute Idee. Es lebt. Das war wirklich auch.
Mann, es gibt Dinge, die man nicht frisch halten muss. Ein Grashügel wundert mich auch noch. Das muss man bestimmt irgendwie wegpusten. Das wäre ja schon so. Ich weiß nicht, warum ich diese Uhr habe, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Also ich habe eine Tupperdose, um etwas frisch zu halten, aber... Geh nochmal zum Hafen. Also diese Steuerung, manchmal kannst du da durchgehen. Flohsack! Wofür sollte ich Fisch brauchen? Also das ist genauso. Ist hier nicht den Fisch, den ich mir holen kann? Irgendwer verhökert hier Fisch. Mann, es gibt Dinge, die man nicht frisch halten muss. Fisch? Wäre auch frisch ganz geil, oder nicht? Mann, es gibt Dinge, die man nicht frisch halten muss. Wobei, hier weiß ich auch noch nicht, ob das... Das ist hier eher so eine Art Easter Egg, ist irgendwie, ob man das nachher noch gebraucht. Meine Kreatur ist vollständig. Jetzt habe ich eine Holzhand. Holzhand wird so leicht angekaute Kunsthand. Ich wüsste jetzt nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, was ich als Aufgaben habe, und das ist im Prinzip diese Wegbeschreibung kommen, damit ich den Typen durch den Sumpf jagen kann. Schafft Rocker! Alles andere ist mir jetzt erstmal egal, weil vorher kann ich ja auch keine Beweise für meine Unschuld vorlegen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein, nach allem, was beim letzten Mal passiert ist. Das ist bestimmt keine gute Idee. Das findest du nicht heraus mit dem Rädchen. Mit dem Rädchen? Findest du nicht heraus mit dem Rädchen? Welches Rädchen? Thesenladen. Ach, das findet man nicht heraus. Das ist gar nicht möglich, oder ich würde es jetzt gerade in meiner Situation hier nicht herausfinden. Ich habe irgendwie wieder Angst, dass das so ein Rätsel ist, irgendwie was nicht wirklich logisch ist. Das würde mich am meisten ärgern. Man vielleicht irgendwie durch Zufall lösen würde, aber nicht durch wirklich dieses Rätseldesign.